Mir entgegengestellt hat sich aber nur ihr Anführer. Die anderen hatten sich ums Essen geschart. Sie wollten es bis zum Tod verteidigen. Sie mussten stehlen, sonst wären sie verhungert. Ich habe das auch schon mal durchgemacht, also kann ich sie verstehen. Du hast sie verschont und damit scheinbar auch ihr Vertrauen gewonnen. Diese Goblins sind hier nicht heimisch. Sie wissen nicht, wie man in einer so kargen Gegend überlebt. Deshalb bringe ich es ihnen jetzt bei. Sobald sie jagen und Futter suchen können, riskieren sie ihre Hälse sicher nicht mehr in Boklad. Beeindruckend. Ich wusste nicht, dass man sich mit Goblins verständigen kann. Tu mir einen Gefallen. Sag Queta, dass ich in Sicherheit bin. Ich komme zurück, sobald ich hier fertig bin. Oh, und erwähne nicht die Goblins. Ich will nicht, dass die Leute mit Heugabeln herkommen. Jetzt, wo die Meute nichts mehr stiehlt. Dein Geheimnis ist sicher. Vielen Dank. Für alles. Mhm. Muss ich sagen, respektvoll. Also, doch, finde ich gut. Also, der alte Mann hat ein gutes Herz. Also, Goblins, weiß ich nicht. Er hätte jetzt einfach weggeschlachtet. Weil jetzt sind die halt Monster, ne? Hier gibt's keine Kristalle. Papa, ich bin hungrig. Josef lebt. Er will nur noch ein paar offene Fragen klären. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Er versteht zweifellos sein Handwerk. Er hat eure Diebe gefunden. Und ich glaube, die kommen nicht mehr zurück. Ich bin wirklich froh, dass wir Josef haben. Und wenn er sagt, es wird von jetzt an keine Diebstähle mehr geben, reicht mir das. Danke, dass du meine Sorgen zerstreut hast. Hier, für deine Mühen. Ja, scheint hier schon... Also Josef scheint nicht kein No-Name-Typ zu sein. Aber warum haben wir keine EP bekommen? Ich will eher Erfahrungspunkte. Die Guild könnt ihr euch schenken. Interessiert mich nicht. Aber wahrscheinlich bewegen wir uns gerade so in Mäuseschritten voran. Wenn er das noch einmal sagt, dann kann er meine nasse Unterhose schleppen. Sonderpreise! Darf sein Kännchen Schlangenspucke sein? Die Karawane hält neben dem Grenzposten. Zeigt ein Händler. Ein Kännchen Schlangenspucke. Saftige Birnen. Stillt euren Durst ohne Kristall. Meint er Gift? Eigentlich will ich ja mal Schmied werden. Hast du vor. Bitte sehr. Ach, Götz. Verlier ihn nicht nochmal. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren lang gezogen. Ich muss Elle und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist verdammt anstrengend und bringt weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Na, dann bleib dran. Ach Götz, tut mir leid wegen dem Pass. Ah, macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Und Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werd dein allererster Kunde. Ich spar meine ganzen Gil und kaufe ein riesiges Schwert von dir. Ich geb mein Bestes. Kann sein, dass du dich ein bisschen alt bist, Götz, um den Beruf jetzt noch zu wechseln? Ich glaube, der ist ein bisschen, jung geblieben im Kopf. Aber ist okay. Götz ist ein Guter. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Götz ist ein Guter. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Und vergiss nicht den Plan.
Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so, treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Ja, gespannt, ob wir da durchkommen. Ah, Götz reißt das schon. Oh, bei. Verstehe. Und ihr seid sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß? Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Ich glaube, er ist die Mutter, die gesteuert wird. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht, noch nicht. Eure Hoheit, bitte. Wie ihr wisst, stehen die Dalmeker vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Aber er ist auf unserer Seite. Dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten. Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valisthea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr. Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch hat jetzt einfach den Namen von Justin angenommen. Ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Alles klar, Phönix. Was wisst ihr über mein Blut? Hat ihm gerade ein Küsschen und zugeworfen. Du sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbrütet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt. Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Was, wenn du sie jetzt einfach abstichst? Doppelzüngige Hexe! Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Ich habe keine Ahnung, was Impertinenz bedeutet. Ich habe bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut.
Also geh und mach Jagd auf seine Feinde. Für ihn. Eine Frechheit. Bis auch ganz Valisthea weiß, wer es wirklich lenkt. Es war klar, dass sie da drauf tritt. Hättest du dich einfach... Achso. Weißt du? Einfach mal Eier zeigen. Schwert genommen und einfach in deren Richtung gepfeffert. Du wirst es schon treffen. Der Käse wäre gegessen. Aber nein. Das ist so eine Hure. Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sandbreck. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter. Alles nach Ultimas Willen. Vergebt mir. Meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen. Und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Mhm. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Er ist ein guter Mann. Ich hoffe, wir müssen niemals gegen ihn kämpfen. Danke, eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Oh, das wäre cool, wenn wir, was weiß ich, irgendwie, wenn die drei sich vereinigen könnten gegen Bahamut. Ifrit, ein riesiger Phönix. Warte mal, Terrence. Gegen Ultima meine ich. Mein Prinz. Der Bahamut ist ja ein Drache. Dass das, was ich tun werde, falsch ist. Ich. Wir Dragoons gelobten euch Treue, eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret. Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sanbreck erlöst. Ich fände den super. Der ist nach meinem Geschmack. Ich hoffe, Clive macht da nicht wieder Mist. Oh, wir haben noch so viele Nebenquests offen. Wollen wir die machen oder lieber ein bisschen Hauptstory petzen? Aber der Phönix weiß nicht wirklich, dass wir eigentlich vorhaben, die Kristalle zu fest. Ich pass doch nur auf, dass dich dieser Riesen Wolf nicht frisst. Komm schon. Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Mit dir in meinem Bett zu schlafen. Wer hat Angst vor dir, Jill? Der Hafen ist leer. Könntest du ihm das Ding abfrieren? Die Stadt Entschuldigung. Wird zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Ist eigentlich interessant, was dabei rauskommt, wenn die beiden sich paaren. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Stell dir mal vor, hier die Eisdominie und der Feuer-Ifrit machen ein Kind. Was kommt dann dabei raus? Hat natürlich keiner gehört. Ich habe keine Ahnung, was ein Stolas ist. Ist das so ein komischer Vogel? Was ist, Großer? Thank you.
Schnell! Ich weiß nicht. Torgal! Hier lang. Die Stadt brennt. Götz wird es bemerkt haben. Gehen wir zum Treffpunkt. Der Platz am Glockenturm. Im Stadtzentrum, richtig? Ja, und jetzt? Ach so. Ja, aber die sind eigentlich auf unserer Seite. Also wenn wir jetzt gegen die kämpfen, wird's kritisch. Was zur Hölle passiert hier? Finden wir's raus. Gut. Erst suchen wir Götz. Hoffentlich ist er wohl auf. Ihr dort! Stehen geblieben! Muss das sein? Nein, komm schon. Wirklich. Das war schwach, Jungs. Sollte die Ver- Ich kann mal ein bisschen mehr Damage machen, so Grundschaden. Neue Gegner nähern sich. Au! Unser Bruder, der Phönix, hat sich mit Bahamut verbündet. Und die sind gute Freunde geworden. Das bedeutet, der Sohn von dem Kaiser hier sind eigentlich so ein bisschen auf unserer Seite. Aber der nimmt nicht mehr den Namen Joshua, sondern hat sich jetzt einfach den Namen Justin angeeignet. Die Leute nennen ihn nur noch Phönix. Ist der
aber nicht mehr lang. Theoretisch ja, weil unser Bruder, der Phönix, da ordentlich mitgemischt hat. Eigentlich müssten wir uns mit dem Phönix jetzt mal unterhalten, damit wir wissen, was abgeht. Weil ich glaube, das würde einiges vereinfachen. Dass ich mal froh sein würde, in der Kanalisation zu landen. Autsch. Was ist mit den Bewohnern des Marktviertels? Wurden bereits evakuiert, Hauptmann. Gut. Jetzt bleiben nur noch die Wohnräume. Die Dragoons wollen nämlich die Kaiserin fertig machen. Unsere Mutter. Weiter. Ich habe nämlich eher das Gefühl, dass sie... Sie hat ja gesagt, dass sie viel kontrolliert. Und das gefällt dem Prinzen natürlich nicht. Und... Ich glaube, dass die von Ultima gesteuert wird. Deswegen war sie wahrscheinlich auch so ein bisschen scheiße zu uns. Oder dass sie Ultima ist. Irgendwie sowas. Satz kennt. In Quigos Namen kommt ihr plötzlich her. Problem ist, ich glaube, wir kämpfen jetzt so ein bisschen gegen den Phönix. Unwissentlich natürlich. Gerade versucht zu blocken? Auch Scheiße. Ja, die da oben kriege ich nicht so einfach. Der Jill! Jetzt gibt's erstmal auf die Fresse! Auf die Eier Weihnachtsfeier! Ching, Chang, Chong! Es gibt es mit dem Karton.
So, gibt's hier noch irgendwas? Hier war doch noch irgendwo was zum Aufmachen. Otter. Verdammt. Suchen wir einen anderen Weg. Achso, von da kam ich. Hier. Also so Genshin, dass es da auf die Fresse bekommen hat, sehe ich, finde ich leider nichts. Die beiden müssen nicht kämpfen. Also wir müssen die eigentlich nicht gegen die Lappen kämpfen. Aber es wäre ja dann sonst zu viel. Hoffentlich hat der Götz hier kein Problem gehabt. Der hat nämlich dafür gesorgt. Hoffentlich zumindest. Warum habe ich so viel Tränke verloren? Au! Wenn ich schon höre, auf Geheiß des Prinzens nicht durchkommen, da frage ich mich, warum? Also ich weiß warum, aber warum machen wir das? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, dass wir was falsch tun. Oder wird der Phönix... Rasende Fäuste, Stuff. Oh nein, lass mich raten. Durch dieses Missverständnis werden wir wahrscheinlich bald gegen Bahamut kämpfen. Oh, Justin, du bist genau im richtigen Moment da. Aber ich mache gleich mal eine Pause. Und beende mal kurz die Aufnahme. Ich muss nämlich ganz kurz Pipi machen. So, Final Fantasy sind wir bei 15.
So, kurz Pipi machen. Und dann geht's weiter. Hoffentlich ist das Bad frei. So, seid ihr wieder da? Und seid ihr ready? Siehst du Guts irgendwo? Ist das jetzt Bahamut oder ist es der Schutzdrache? Wie viele davon haben die Dragoons noch? Ja, die heißen nicht umsonst Dragoons. Yo! Leck mich! Alter! Ach, mach Sachen! Au! Alter, du Fotzendrache!
Au. Komm runter, du feiger Lappen! Alter, ein Angesicht von so einem Drachen. Ich hätte mich dreimal nie... Ja, Justin, hast einen Ständer. Auf jeden Fall. Beim Justin steht der Lachs doch bei so einem Kampf. Ah! Wir müssen ihn halt leider besiegen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch ein paar. Tut mir leid, Drache. War schön mit uns. Alter, leck mich. Du Fotzenvieh! Au! Nein! Alter. Man kann es übertreiben. Zeit, dass du brichst. Au. Weißen Drachen erlegt. Holy Mamoli. Aber der hätte ruhig ein bisschen mehr geben können. Der Drache hat ganz schön Rambazamba gemacht. Der wollte feiern. Jetzt macht er ein bisschen Eier. Hier drüben, Clive! Der war riesig! Götz, da steckst du ja. Ich wusste echt nichts vom Drachen. Na gut. Wart's ab, nachher ist Götz, der von Ultima gesteuert wird. Was jetzt? Ist das der Kern des Kristalls? Was sucht der denn da oben? Bahamut! Bahamut. Alter, der ist nochmal eine Stufe geiler. Justin John, das zweite Mal Jizz in the Pants. Erst den weißen Drachen, jetzt der Bahamut. Yo. Kannst ein wenig übertreiben. Prinz Dion,
Was tut ihr? Oh, der Phönix. Wir müssen fliehen. Euer Gnaden, ich bitte euch. Er ist nicht er selbst. Was ist passiert? Vergib mir, Jote. Aber ich muss das beenden. Euer Gnaden! Oh, ich hätte gern nochmal... Der versucht, den Kristall zu zerstören. Was? Das wird doch wieder so ein Riesenfight, oder? Aber weißt du, was ein geiler Endkampf wäre? Der Phönix, Bahamut und wir als Ifrit gegen irgend so ein Riesenmonster oder so. Der Kristall hat sich jetzt verformt und geschützt. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob Götz hier am richtigen Platz ist. Justin weiß gar nicht mehr, was er schreiben kann oder soll. Jetzt weiter? Wir zerstören den Kern. Und wenn er wiederkommt? Sobald die Flammen erlöschen, rücken die Kaiserlichen und Dalmeka hier ein. Wir haben nur diese eine Chance. Und Bahamut ist fürs Erste weg. Bring dich so schnell wie möglich in Sicherheit, Götz. Um den Was? Hund kümmert sich keiner. Und euch zwei im Stich lassen? Das mache ich nicht. Wenn ihr bleibt, bleib ich auch. Ich habe alles eingepackt, bevor ich abgehauen bin. Also, wenn ihr was braucht, fragt mich. Ich gebe euch aber nichts umsonst. Sonst bekomme ich Ärger mit Tante. Danke, Götz. Sonst bekomme ich Ärger mit Tante. Okay. So, können wir uns doch mal hier eindecken, sozusagen. Es wird wahrscheinlich nicht schön. Brauchst du was? Was immer du brauchst, ich mach's dir. Das hört sich so falsch an, Götz. Das hört sich wirklich... Diamantschwert plus eins. Diamantschwert. Fertig! Der ist süß. Der ist echt knuffig. Zehnmal besser als vorher. Der ist echt knuffig. Nicht ganz ehrlich. Verstärker. Habe ich es richtig gemacht? Oh mein Gott. Elektrum. Das war dann alles, oder? Götz Bütchen. Diamantarmreife. Ausgerüstet. Danke. Okay. Brauchst du noch was anderes? Gut, hier, bitteschön. Der ist so knuffig. Hast du alles, was du brauchst? Darf Nein, ich will noch mal was gucken. Ja, darfst du tatsächlich. Seidenschäpp. Meteorstein brauche ich noch. Was anderes brauchst du nicht? Soll ich wirklich nichts anderes für dich machen? Oh, halt doch dein Maul! Ich bin doch gerade dabei! Meine Güte. Entschuldigung, aber... Danke. Kann ich noch was für dich tun?
Ja, kannst du. Aber jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Seidenschärpe. Ha! 10-mal besser als vorher. So, Diamantenschärpe plus 1. Bist du zufrieden? Meteorstein 3, aber das kriege ich nicht hin. Gutes Timing, dachte ich mir bei meinem Gildchen in Look genauso. Soll ich wirklich nichts anderes für dich machen? Ich will mal was verkaufen. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Willst du noch was loswerden? Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Willst du noch was loswerden? Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Ich verkaufe jetzt erstmal meinen ganzen alten Müllstuff. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Oh, der geht mir so auf den Sack gerade. Ich glaube, das müsste so stimmen. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Ich glaube, das müsste so stimmen. Hast du alles, was du brauchst? So, ich brauche noch Meteoritengestein. Tatsächlich. Danke. Guck dir ruhig alles an. So, was haben wir denn hier? Hoffentlich bist du zufrieden. Soll ich wirklich nichts anderes für dich machen? Das passt schon. Er ist gut. Ach, Torgal. Guter Junge. Sei tapfer, mein Großer. Ja, der ist super. Torgal ist genial. Drachenschweif liegt vor uns, Clive. Ohne ihn ist ganz Sturm von den Kristallen befreit. Das wird auch Zeit. Aber Vorsicht. Bahamut ist hier noch irgendwo. Und ich wette, wir sehen ihn wieder, bevor all das vorbei ist. So, ich habe alles, was ich brauche, so gut ich konnte. So viel Zerstörung. Irgendwie kommen wir schon zurecht. Ja, wir! Spürst du das auch? Alter. Na wunderbar. Noch eine Flucht. Sie sind schon akasisch. Dann gibt es keinen Grund zur Rücksicht. Feuer! Stufe erhöht. Let's go. Ich würde gerne die Esper-Fähigkeiten austauschen, tatsächlich. Weil Geruda, ich weiß nicht, Windschlag gefällt mir jetzt gar nicht. Krallentanz gefällt mir persönlich ganz gut. Aber der ja halt nicht. So, lass mich mal ganz kurz überlegen, was machen wir dann? Phönix wäre eigentlich auch... Federwirbel gefällt mir ganz gut, aber... So, was ist, wenn ich jetzt... Titan probiere.
Fähigkeiten von Titan kann ich nicht verlernen. Ramme beide Hände in den Boden, wodurch eine Erdwand aus dem Boden bricht und alle Gegner in der Nähe wegschleudert. Oh ja, das hört sich geil an. Jizz in my pants. So, hiermit bin ich eigentlich auch recht happy. Das läuft ganz gut. Was haben wir hier? Blinde Gerechtigkeit. Gewitter benutze ich eigentlich relativ häufig. Gibt es hier noch irgendwas zu verbessern? Nein. Limitrausch, Feuerramme. Nee, das sieht ganz gut aus. Der Phönix kriegt von mir gerade ein bisschen wenig Liebe tatsächlich. Ich finde es halt so schade, dass ich keinen extra Reiter für Ifrit habe. Das mit dem R2 ist unnötig. Weil man es halt nicht verkacken kann. Es gibt nicht irgendwie sowas wie perfekt Tür geöffnet, indem man es richtig loslässt oder so. Und dadurch irgendeinen Boost, sondern... Weiß nicht, fühlt sich einfach nicht richtig an. Ich weiß, da sind wir noch gerade stehen geblieben. So. Hauch des Blitzes. Ich werde mich mal kurz... Es sieht zwar geil aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Leider nein. Das Granitchen ist cool von Geruda, ja, aber irgendwie komme ich mit dem nicht richtig zurecht. Was ist das hier? Rasende Fäuste. Mhm. Titanische Gerade. Unerschütterlich, nein. Rasende Fäuste hätte ich hier ganz gerne. Ich habe noch genug Punkte. Was benutze ich denn beim Phönix häufig? Nur das hier, ne? Okay, blockiere gegnerischen Schaden bei einem perfekten Block unmittelbar nach einem Gegner können bis zu... Okay, das schaffe ich nicht. Das
habe ich gemeistert. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Was habe ich denn hier? Titanische Gerade. Hier würde ich tatsächlich... Das gefällt mir ganz gut tatsächlich. Das andere wird kritisch. Okay, wir können halt hier nicht wirklich weiter. Also wir können hier nicht wirklich uns verlaufen. Oh shit. Justin greift uns unter die Arme. Was tut er da? Er will Bahamut ablenken. Joshua! Joshua! Er hat jetzt gerade keine Zeit. Jetzt aber los! Wir müssen ihm helfen. Auf jeden Fall. Wir lassen ihn. Wir lassen ihn. Müssen wir weiter. Guten Justin doch hier nicht einfach alleine. Ich sehe wieder. Nicht jetzt. Easy. Aber ich habe keinen Platz hier, mit den kleinen Lappen zu spielen. Wir müssen dem guten Justin helfen. Was war das? Ist egal. Er will uns alle töten. Da ist er. Joshua! Ich bin hier, Bruder! Clive, er hört dich nicht. Joshua! Sie fliegen zum Kern. Schnell hinterher! Ruf doch Ifrit, dann sehen sie dich auf jeden Fall. Also ja, die PlayStation ein bisschen am knabbern. Oh, es wäre cool, wenn Jill sich auch ohne Probleme verwandeln könnte. Mal so ein vier Monster-Schlacht. Bahamut vereint mit Ifrit und Jill und der Phönix gegen Ultima. Und wir machen den platt, diesen Ficker. Und reißen dann unserer Mutter die Fotze auf bis zu den Ohren. Yeah.
Au. Ich will nichts sagen, aber die Fähigkeiten von Titan sind geil. Yuna, Justin, seid ihr noch bei mir? Habt ihr Bock? Hoffentlich passiert unserem Phönix nichts. Ja, die Musik im Hintergrund passt auch einfach total. Das muss der Ratspalast sein.